Teil 2 der Champions League Prognose steht an mit den Partien Chelsea gegen Barcelona und FC Bayern gegen Beşiktaş am Dienstag, am Mittwoch dann Sevilla gegen Manchester United und Shakhtar Donetsk gegen Rom. Beim ersten Spiel habe ich leider vergessen, das Radar auszuschalten, aber gut. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen und eine Bewertung freuen. Bevor es aber losgeht, noch eine Kanalempfehlung des Hauses. In der Infokarte ist Quotenwilli Sportwetten verlinkt, checkt den auf jeden Fall aus. Ich stehe selber nicht so aufs Wetten, aber der Typ hat definitiv eine Menge Ahnung und es macht einfach Spaß, auch ohne zu wetten, dem Jungen zu lauschen. Also klickt gerne mal in die Infokarte, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! An der Stamford Bridge war der FC Barcelona zu Gast. Am Dienstagabend zum Achtelfinale wurden sie von den Blues geladen und die London Elf möchte im 3-4-3 mit Giroud in der Spitze für Furore sorgen und den FC Barcelona in eine schlechte Ausgangslage für die Rückpartie bringen. Der FC Barcelona, ohne den natürlich die Rechnung hier nicht geschrieben wird, ist schon mit dem FC Chelsea in der Champions League des Häufigeren zusammengetroffen. Mal gab es für den einen, mal für den anderen traumatische Erlebnisse. Das steht allerdings in den Geschichtsbüchern und jetzt ging es für den FC Barcelona darum, im 4-4-2 sich eine gute Ausgangslage fürs Heimspiel dann im Camp Nou herauszuspielen. Der FC Chelsea allerdings begann besser und hatte direkt mal in der fünften Minute ein Akzent nach vorne. Das ist Emerson, der da den Ball zu einfach an den Verteidigern vorbeibringt und dann den Abschluss bringt, den ersten in der Partie. Nicht ungefährlich, aber etwas fehlte noch. Ter Stegen fliegt allerdings vergeblich. Der Ball traf auch nicht das Außennetz. 22. Spielminute, der FC Barcelona kam etwas behäbig in die Partie, warteten erstmal ab. Allerdings ein Auswärtstor sollte es dann doch schon werden. Und Iniesta, der für ein traumatisches Erlebnis eben sorgte, für solch ein traumatisches Erlebnis. In der 89. Minute, die Chelsea-Fans vor einigen Jahren werden sich erinnern. Aber wie gesagt, das steht irgendwo anders geschrieben. Für heute war das keine größere Rolle mehr. Willian gewinnt den Ball, aber Piqué schmeißt sich dann im letzten Moment noch zwischen Ball und Tor und dementsprechend keine Gefahr über diese Situation. Eine gute Partie sah sicherlich anders aus, beziehungsweise sehr anders aus. Der FC Barcelona kam nicht richtig aus dem Knick, aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser von den Katalanen. Lionel Messi mit dem Abschluss und da fehlte wirklich nicht viel. Es gab noch Freistoß anschließend. Allerdings war Vorteil gegeben, wäre der Ball eingeschlagen, hätte er auch definitiv gezählt. Aber Lionel Messi am Freistoßpunkt ist sicherlich auch nicht das Schlechteste, was man sich als Barcelona-Fan vorstellen kann. Nichtsdestotrotz würde der geübte Freistoßschütze jetzt anmerken, dass der Ball vielleicht doch etwas zu dicht am Tor ist. Nichtsdestotrotz, Lionel Messi trat an, haute rauf, aber Caballero fängt den Ball ohne große Probleme ab. Der Ball geht ziemlich zentral aufs Tor und dementsprechend auch ein Muss für den Londoner Hintermann. 20 Minuten vor dem Schluss, der FC Barcelona wurde jetzt drückender und stärker. Suarez auf Rakitic und Suarez dann mit dem Abschluss. Caballero wieder dazwischen. Der FC Barcelona wollte unbedingt das wichtige Auswärtstor erzielen, denn das könnte ja schon durchaus für etwas mehr Ruhe im Rückspiel sorgen. Allerdings wurde das vom Londoner Schlussmann verhindert. 10 Minuten noch zu gehen. Der FC Barcelona erhöhte nochmal den Druck. Lionel Messi. Aber das war auch nicht zwingend genug. Keine sonderlich bravouröse Abschlusssituation vom Argentinier. Und so kam dann nochmal Chelsea in der Schlussminute. Danny Drinkwater kann da vom 16er rumdribbeln. Pedro auf Victor Moses. Victor Moses testet Marc-André Ter Stegen, der im Endeffekt zumindest für das 0:0 für den FC Barcelona sorgt. Beide Teams haben heute nicht wirklich den Sieg verdient gehabt. Die zweite Halbzeit war vom FC Barcelona deutlich besser, in der ersten der FC Chelsea etwas stärker. Damit geht dieses 0:0 vollkommen in Ordnung.
Der FC Bayern empfing im Hinspiel in der Allianz Arena Beşiktaş, Istanbul und sie konnten sich gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga noch gerade so aus der Schlinge ziehen. Nichtsdestotrotz, es gab einige Aufstellungsänderungen. Lewandowski in der Spitze, Kimmich wieder dabei, Boateng wieder dabei, Hummels wieder dabei. Und dementsprechend sollte es dann im 4-3-3 gegen Beşiktaş losgehen. Istanbul mit den bekannten Gesichtern, mit den bekannten Namen. Ebenfalls in der Aufstellung 4-2-3-1, zum Beispiel Toygar Arslan fällt dann natürlich ins Auge oder Pepe oder Wagner Love. Im Sturm Ryan Babel, auch ein bekanntes Bundesliga-Gesicht. Allerdings zählte das alles nicht, denn es ging für den FC Bayern sehr gut los. Bereits in der 6. Spielminute viel Druck nach vorne. Thiago auf Robert Lewandowski, der sieht Robben, kein Abseits. 1-0 für den FC Bayern, 4. Champions-League-Tor in dieser Saison für den Holländer. Das frühe 1-0 also für den FC Bayern. Dennoch immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ein Gegentor schon alles verändern könnte. Hier ist es Lewandowski und Robben, der dann zu viel Freiräume hat. Und der legt den Ball dann elegant ins Netz über den herausstürmenden Keeper von Beşiktaş. Und dementsprechend eben das frühe 1-0. Der FC Bayern davon beflügelt, mutig weiter nach vorne. Lewandowski, aber Fabrizio kommt gut raus und kann den Polen daran hindern, das 2-0 zu erzielen. Ist da mit den Rippen noch dran, lenkt den Ball damit, natürlich unbewusst, aber trotzdem stark, ins Seiten aus. Der anschließende Eckstoß sorgte auch für Gefahr. Rudi, nächster Abschluss. Fabrizio wirklich stark in Form in dieser Partie. Griff erneut entscheidend ein. Ansonsten würde es hier bereits 2 oder 3-0 stehen. Und das wäre dann sicherlich schon sowas wie die Entscheidung. Aber es stand eben 1-0. Nichtsdestotrotz die Anfangsphase richtig stark der Bayern. 17. Minute gerade mal erst. Sie feuerten hier richtig was ab. Und Fabrizio stand ihnen eben noch weiterhin im Weg. Nach einer halben Stunde dann auch mal die Türken auf dem Weg nach vorne, aber Kimmich schmeißt sich dazwischen den Schuss und dem Tor. Talisca ist das mit dem Abschluss, allerdings dann eben auch der Rücken von Joshua Kimmich, der da Schwierigeres für Ulreich verhindert, aber wenig später nur. Der Eckstoß dann, der wieder für Gefahr sorgt, aber Sven Ulreich reißt die Arme hoch, schöner Reflex und verhindert den Ausgleich. Das wäre natürlich bitter gewesen, aber die zweite Halbzeit war dann wieder pro Bayern direkt zu Beginn. David Alaba mit dem Abschluss wagte sich jetzt auch mehr und mehr nach vorne, allerdings auch noch ohne Erfolg. Aber der FC Bayern, klar, es sollte das 2-0 zumindest sein und das fiel aber nicht. Fabrizio immer wieder dazwischen, die Bayern verzweifelten an ihm, sie rannten an, sie machten, sie taten, nichtsdestotrotz, es fehlte das 2-0 und Müller scheitert schon wieder, es war wie verhext. Die richtig 1000%ige war nicht dabei, aber nichtsdestotrotz, es stand 1-0, es hätte 3-0 stehen müssen und so, dann in der 83. Spielminute fast der Ausgleich von Quaresma und das wäre natürlich extrem bitter gewesen. Und vor allem auch extrem unverdient. Nichtsdestotrotz, um ein Haar käme es hier noch zum 1-1, weil die Bayern kurz unachtsam waren. Das 1-0 bringen sie so über die Ziellinie, verdient gewinnen sie und haben eine gute Ausgangslage, die aber eine deutlich bessere noch hätte sein können. Am Mittwochabend empfing der FC Sevilla Manchester United im heimischen Stadion und da sollte es mit dieser Aufstellung erstmal gut in die Partie gehen. Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in Manchester herausspielen. Im 4-2-3-1 sollte es was werden. Diese ausgemachte Euroleague-Top-Mannschaft sollte es jetzt auch in der Champions League reißen. Das Achtelfinale schon ein großer Erfolg gewesen. Und jetzt kam mit Manchester United eine Mannschaft nach Sevilla, die auch durchaus Sehnsucht nach Erfolgen in der Champions League hat. Eine deutlich größere Geschichte noch in der Champions League auch vorzuweisen hat.
Nichtsdestotrotz schießt einem das auch keine Tore. 4-3-3. Sanchez, Lukaku und Mata in der offensiven Dreierreihe. FC Sevilla allerdings begann hier deutlich besser. Und die erste Möglichkeit nach 3 Minuten. Da fehlte nicht viel. Aber Smalling konnte sich in den Schuss bringen und dadurch entschärfte er diesen Abschluss. Und damit gegebenenfalls das frühe 1-0. Dann kam Manchester United mal nach vorn und Jesus Navas legt da Alexis Sanchez, ringt ihn nieder und dementsprechend klare Sache, Elfmeter. Lukaku, was macht er denn da? Was für ein schwacher Strafstoß, verhämmert den komplett. Der Wahnsinn, die Riesenmöglichkeit zum Auswärtstor, zum 0-1, einfach so liegen gelassen. Aber Manchester United ließ sich davon nicht wirklich aus der Bahn bringen, spielt jetzt aktiver mit Alexis Sanchez, mit dem Kopfball, aber kein Problem, den für den Keeper aufzulesen. Wir springen in den zweiten Durchgang, Manchester United weiterhin die bessere Mannschaft, wie schon vor der Halbzeit. Und dann Anthony Martial mit dem 1-0 für die Gäste. 57. Spielminute, das war jetzt auch hochverdient. Sevilla machte zu wenig und da kassierten sie jetzt für die Quittung. Und das wichtige Auswärtstor war erzielt. Das ging über die linke Seite zu einfach. Ist natürlich auch ein schöner Sololauf von Alexis Sanchez. Und dann steht am zweiten Pfosten Martial vollkommen frei. Wird nicht bedrängt und kann dann den Fuß hinhalten. Und damit das so erleichternde 1-0 für Manchester United und Jose Mourinho erzielen. Und sie wollten jetzt noch einen drauflegen. Lukaku, schöne Schusstechnik. Der hatte natürlich den verschossenen Elfmeter noch im Hinterkopf. Würde das gerne mit einem eigenen geschossenen Tor wieder gut machen. Verfehlt hier allerdings knapp den rechten Torwinkel und ließ so die Möglichkeit für Sevilla, den Ausgleich eine Viertelstunde vor dem Schluss zu erzielen. Sandro ist das. Johannes Geis, die Manchester United Elf, kriegt den Ball nicht raus, aber der Abschluss ist dann zu schwach. Romero kriegt den Ball direkt in die Arme. Aber vor dem Schluss dann nochmal Johannes Geis. Johannes Geis hat die Übersicht und Sandro vergibt den 100%er. 90. Spielminute, die Riesenmöglichkeit zum 1-1, das muss es natürlich sein. Romero macht das stark, allerdings entschuldigt das nicht den Schuss von Sandro. Manchester United rettet also dieses 1-0 am Ende dann doch über die Zeit, ist über die 90 Minuten auch verdienter Sieger und geht damit in einer guten Ausgangslage ins Rückspiel im Old Trafford. Die Achtelfinal-Hinspielserie wird von Schachtar Donetsk und AS Rom beendet und die Ukrainer haben durchaus mal wieder Hunger nach Erfolgen in der Champions League. In den letzten Jahren lief es nicht mehr so gut, teilweise schlug man sich in der Europa League herum und jetzt sollte es wieder zu größerem reichen im 4-2-3-1 gegen den AS Rom. Allerdings haben die auch in der Geschichte schon deutlich dickere Fußspuren hinterlassen. Nichtsdestotrotz eine gute Aufstellung, die hier auch gegen Schachtar Donetsk zum Sieg reichen könnte. Und sie wollten natürlich eine gute Ausgangslage sich für das Spiel dann in Rom herausspielen. Aber Donetsk war besser in der ersten Halbzeit. Alan Patrick auf Tyson. Der kann sich da drehen und wenden, wie er will. Am Ende kriegt Alan Patrick den Ball wieder. Allerdings zielt er etwas zu weit nach rechts, will den unten rechts reinschieben, scheitert allerdings relativ knapp. Doch die erste Hälfte gehörte eben dem Gastgeber und das war zu einfach. Einfache Fehler bei Rom in der Hintermannschaft. Bernard ist das dann, der den Ball lange halten kann, wird nicht resolut angegriffen. Tyson ist das, schöne Körpertäuschung. Bernard mit dem Abschluss und Allison im Tor. Der AS Rom gleicht dann nochmal die Nachlässigkeit seiner Hintermannschaft aus, fährt den linken Arm aus, verhindert damit das 1-0, das natürlich schon sehr wichtig gewesen wäre. Wir springen in den zweiten Durchgang und da kam der AS Rom jetzt besser in die Partie. Edin Dzeko machte sich jetzt auch mal bemerkbar mit der Vorlage auf De Rossi im Endeffekt. Es ist die gute Möglichkeit, allerdings wir sehen es,
Abseitssituation korrekt gesehen vom Schiedsrichter, aber dann kam auch Schachtja Donetsk wieder nach vorne. Rom kriegt den Ball nicht richtig geklärt und sie machten sich vorm 16er und im 16er Breitmalos ist das dann mit dem Abschluss. Aber auch das wieder zu harmlos. Der kann gefangen werden. Er stand weiterhin 0-0. Die Partie war jetzt ausgeglichener und Schachtja Donetsk drückte noch etwas mehr aufs 1-0. Malos, der Abschluss erst von Tyson. Allison kann erstmal parieren, doch die Situation ist noch nicht gegessen. Bernard macht den Ball heiß und Fazio springt der Ball komplett unglücklich ins eigene Tor. 1-0 für Schachtja Donetsk und was für ein kurioses Eigentor. Der Gästeblock erfroren direkt vor dem eigenen Fananhang und da läuft Fazio dieses Eigentor unglaublich, aber dann muss man sich auch fragen, was der Keeper da macht. Klar, aus kurzer Distanz ist das schwierig, aber es fiel eben und so kam dann AS Rom in die Zwickmühle, auch wieder was nach vorne tun zu müssen und sie kamen. 75. Spielminute, quasi im direkten Gegenstoß. Der Ausgleich, das so wichtige Auswärtstor war erzielt und damit direkt die bessere Lage wieder für die Roma. Eben gerade noch den herben Rückschlag bekommen durch das Eigentor, natürlich auch psychologisch sehr wertlos. Aber so, Moral bewiesen. Und die Moral eben direkt wieder nach oben geschraubt. Und auch das Gewissen und das Selbstvertrauen. Und so kamen sie dann auch noch zur Möglichkeit, fast noch das 1-2 zu erzielen. Oder machten sie es sogar Perotti. Aber Piatow ist dazwischen und möchte das zu verhindern wissen. 83. Spielminute, der hätte durchaus gepasst. Aber Piatow, schöne Reaktion mit dem linken Fuß, wischt er den Ball gerade noch so aus dem Netz. Wir sind in der Nachspielzeit. Schachtja Donetsk kam aber auch nochmal nach vorne. Ein Sieg wäre deutlich besser fürs Rückspiel, denn nach Rom möchte man nicht mit einem 1-1 fahren. Tyson ist das! Und der beschließt mit diesem starken Stoß diese Partie. Also fast noch das 2-1. Es geht im Endeffekt dieses 1-1 in Ordnung. Über die 90 Minuten war Schachtja Donetsk aber tendenziell die etwas bessere Mannschaft. Aber es bleibt beim 1-1 in Donetsk. So, das war die Champions League. Die Hinserie, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse der Prognose und meine Tipps in der Übersicht. Oben in der Infokarte ist Quotenwilli verlinkt. Der Junge hat Ahnung vom Fußball, das glaubt ihr nicht. Also ohne Spaß. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Klickt ihn an. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß bei der Champions League und bis Donnerstag zur Bundesliga. Ciao. Sitting close to him, staring in each other's eyes.